Hallo Leute, willkommen zum neuen Wie werde ich gut in Stämme? Und ja, jetzt bin ich, wie ihr seht, in einer schönen, schnellen Welt. Jetzt habe ich gerade meine Minen schnell auf 11, 11, 9 ausgebaut. So, und jetzt mache ich mich ans Hauptgebäude, weil langsam die ersten Truppen kommen werden und da braucht man das natürlich. Dann bin ich in irgendeinen so einen random Stamm reingegangen. Ihr müsst mal bei SDS oder allgemein darauf achten, ob ihr den Stamm wieder verlassen könnt. In der normalen Welt könnt ihr sowieso. Aber in SDS gibt es manchmal, dass ihr den Stamm nicht verlassen könnt. Da solltet ihr dann wirklich auf einen guten Stamm warten. Aber hier war dann einfach irgend so ein Stamm, der ist wie voll gekleistert ist meiner Umgebung. Der hat mir dann, was farmtechnisch angeht, weil gefarmt werden muss ich jetzt nicht unbedingt. Kann man auch drauf verzichten. Deswegen werde ich da jetzt sozusagen erstmal schauen. Und so viel Leute brauche ich ja eh nicht zum Angreifen. Erstmal. Das kommt dann später, aber dann werden die wahrscheinlich eh alle mal wieder ganz woanders sein. So. Jetzt habe ich da mal das gebaut. Genau. Die Kaserne. Dann brauche ich einen Speicher noch auf 2. Genau. So, könnte man sich jetzt ausrechnen, wie man das berechnen kann. Also mit dem Hauptgebäude, ab wann sich das Ausbauen lohnt. Also am Anfang lohnt sich es noch kaum. Aber dann später eventuell, also ab einer bestimmten Zeit, wo die eben so lange brauchen, lohnt sich das auszubauen, weil dann sozusagen die Ressourcen, die man wiederkriegt, während das sozusagen weniger ausgebaut wird, also früher ausgebaut wird, so, die kann man dann eben so dann wieder investieren und das könnte einem einen Vorteil geben. Könnte. Aber ab jetzt ist es natürlich so, dass die Bauzeitverkürzung, da die Zeit sowieso so gering ist, es nicht viel bringt und deswegen das ziemlich unwahrscheinlich ist, dass das Hauptgebäude im Moment ist sehr lohnt auszubauen. Jetzt muss man natürlich schauen. Wie ihr seht, jetzt im Moment ist es noch so, dass Schwerträger sehr viel kosten. Also hier kosten 10 Schwerträger so viel wie eine halbe Lehmgrube. Und deswegen sollte man schauen, oder deswegen bin ich jetzt da am Schauen, dass ich so spät wie möglich Einheiten mache. Weil wenn meine Einheiten sozusagen in Produktion gehen, will ich am wenigmöglichsten Teil von meiner Wirtschaft aufgeben müssen, um die Produktion zu starten. Also meine Randumgebung hier ist jetzt eh barbarenmäßig, es ist schon was da, aber es ist alles so 3 Felder entfernt. Nicht so gut für Speer, eher gut für Kavallerie. Und darauf gehe ich jetzt auch im Moment. Also ich weiß nicht genau, auf welche Stufe ich meine Rohstoffe ausbauen soll, bevor ich drauf gehe. Das ist immer eine Gefühlssache. Das müsst ihr sozusagen einfach dann mit der Zeit fühlen, wann es der richtige Zeitpunkt ist. Ist dann natürlich dann eine Kombination aus, wo sind die Leute und so weiter. Und ja, dann ist es. Also nur zur Info. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Wir machen hier die auf, aber das steht, glaube ich, schreibe ich ja dann eh in die Überschrift, oder? Ja, sollte ich. So, dann schaue ich mal, dass ich den hier ausgebaut kriege. Genau, überlege ich mal, ob ich vielleicht dann Wall reinhau. Ein bisschen. Nur falls mal einer meint, irgendwie. Ist natürlich. Ja, schwer zu sagen. Gut, wenn jetzt Angriff reinkommt, denke ich mal, baue ich auch ganz schnell mein Versteck hoch und dann ist es bis da, wo man die 2000, also auf 2000 Ressourcen leicht ausgeben kann, gar kein Problem. Da können die dann auch gerne reinlaufen. Das macht ja dann nichts. Stört ihr keinen und dann macht ihr dort einen Wall hoch dazu und dann verlieren sie halt einfach immer Einheiten bei jedem Mal, wo sie reinlaufen und nichts kriegen und dann ist das, hat sich das schnell gegessen. Aber ihr solltet halt schauen, dass ihr nicht zu hoch pokert, sagen wir mal, weil ab einem bestimmten Limit ist es halt dann so, dass sie so viele Rohstoffe produziert, dass ihr kaum noch die verschwenden könnt bis auf 2000. Ich weiß noch nicht genau, auf was ich jetzt gehen werde, eventuell auf 20, aber 20 ist eine verdammt lange Zeit, da sind wir jetzt mit einer halben Stunde dabei. Oder ihr könnt es euch natürlich dann auch für die normale Zeit umrechnen. Was ich noch dazu sagen muss, auf einem normalen Server ist das Ganze natürlich nochmal ein bisschen anders. Das hier ist jetzt auch ein Server ohne Paladin. Ohne Paladin ist das Farmen dann auch schon ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, meiner Meinung nach. Der Unterschied zu einem normalen Server ist halt, im normalen Server gibt es oft Leute, also mehr Leute, die farmen, weil sich's mehr rentiert, mehr Barbarendörfer, mehr schlechte Spieler und. Also, in SDS seid ihr nicht ganz so gefährdet, gefarmt zu werden.
Allerdings sollte man es jetzt auch nicht aufs Spiel setzen. Das kann man jetzt auch nicht so generell sagen. Weil es kommt halt dann immer drauf an, ob ihr das Glück habt, dass sich irgendjemand denkt, oh, der sieht doch nett aus, den greife ich jetzt mal an. Weil irgendjemand muss ja angreifen. Das ist eigentlich eher so ein Glücksspiel. Deswegen kann ich mir das auch gut leisten, da ich jetzt sozusagen hier in diesem Stamm bin, eher auf Ressourcen zu gehen, weil die sind hier sehr vertreten um mich rum. Von daher, das ist sehr praktisch jetzt hier. Genau. So. Genau, dann zur Off. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, das Farmen anzufangen. Entweder ihr macht es so, dass ihr erstmal Speerkämpfer baut und mit denen farmt. So, ab wann ist das praktisch? Wenn viele Barbarendörfer in eurer Nähe sind, früher. Je mehr Barbarendörfer in der Nähe, je früher. Wenn jetzt sozusagen ihr sagt, die sind alle ganz schön weit weg und ich habe jetzt gar keine Lust oder so oder auch das Risiko einzugehen, könnt ihr. Es ist natürlich alles ein Risiko, im anderen ist das Risiko, dass ihr angegriffen werdet, aber da ist dann halt das Risiko, dass es einfach nicht hinhaut, ihr da den Truppen rumstehen habt und die nicht wirklich was erbeuten und dann seid ihr natürlich ziemlich nach mit ressourcentechnisch. So, dann, womit ihr auf jeden Fall eigentlich mitmachen solltet, es sind leichte Kavallerie. Ich würde empfehlen, ja, das muss man natürlich jeder für sich selber wissen, je mehr Adelsziele, Farmziele, je früher. Das heißt, so zwischen 15 und 20 Ausbaustufe der Ressourcen, Dinger würde ich anfangen, da zu bauen. Dann kurz zur perfekten Off. Es gibt jetzt zwei verschiedene Welten mit und ohne Bogenschützen. Ich weiß nicht, ob es da noch irgendwas anderes gibt, aber das sind jetzt die mir bekannten. In einer Welt ohne Bogenschützen wollt ihr sozusagen, also ich würde euch empfehlen, am Anfang kaum Axtkämpfer, viele leichte Kavallerie und wenn ihr die leichte Kavallerie macht, macht ihr alle drei Ressourcengebäude gleich hoch. Genau. Wenn ihr auf Axtkämpfer macht, dann ist es eher fürs Bashen und nicht fürs Farmen. Und am Anfang müsst ihr nicht bashen, das ist unnötig, weil ihr dadurch nicht wirklich was gewinnt. Am besten so wenig wie möglich bashen bis oben, aber so viel wie möglich dabei farmen. Manchmal kann auch sich ein Bash rentieren, wenn da natürlich eine richtig schöne Farm dabei rumspringt. Das kann aber beide Wege laufen oder der Typ, der sträubt sich einfach wie blöde und ihr rennt einfach nur die ganze Zeit rein und kriegt selber Schaden. Dabei ist es dann natürlich das Blödeste, was dir passieren kann. Hast du die Einheit lieber einfach rumstehen. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, dass. Also, ja, man kann. Ja, genau. Auf jeden Fall dann erstmal mit den Leichtkavallerie kann man das dann sozusagen machen, das Farmen. Und dann, sobald man bashen will, ein bisschen Leute zerstören will, Einheiten töten will, sollte man sofort Axtkämpfer hinzufügen. Vor allem, weil am Anfang auch viel auf Schwerkämpfer gesetzt wird. Das heißt, um Leute zu vernichten, sind Axtkämpfer wichtig. Vor allem am Anfang. Und am Ende genauso eigentlich. Und so, um zu farmen, sind leichte Kavallerie wichtig. So. Dann, wie sollte das Ganze, ab wann sollte man zum Beispiel Rammen machen? Rammen finde ich persönlich vor allem zum Farmen sehr wichtig. Also wenn ihr jetzt auf Farmen geht und wegen Farmen ein bisschen bashen wollt, dann solltet ihr auf Rammen gehen und euch so 20 bis 40 Rammen, je nachdem wie viele Ressourcen ihr zur Verfügung habt, machen. Um dann eben die Leute, die ihr geschafft habt zu bashen, einfach den Wall unten zu halten und sozusagen den Spieler tot zu halten. Er kann dann natürlich irgendwie noch irgendeinen Scheiß ausbauen, aber so früher oder später wird er dann sozusagen, kann er nichts mehr machen. Und wenn ihr es richtig toppen wollt, dann könnt ihr noch Katapulte dazu bauen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Ich schaue nur nebenbei immer das Forum an. Wenn ihr nämlich jemanden cuttert, dann, also mit den Katapulten, die Gebäude zerstört, dann ist das Ding, dass er sehr wahrscheinlich aufgibt nach einer Zeit, nach einer kurzen Zeit. Also die meisten, denen zerstört man das Hauptgebäude und die Schmiede oder so. Und dann sind die angepisst und haben keinen Bock mehr. Verständlich. Dem wird mir nicht anders gehen und das ist kann gut sein oder schlecht sein, wenn sie dann nämlich einfach gehen. Und das Dorf dann liegen lassen, dann wird es keiner merken, das Dorf hat so wenig Punkte, ist aber eine richtig gute Farm für euch, weil ihr ja den Speicher nicht runtercuttert und die Produktionen. Allerdings könnt ihr auch neu anfangen oder den Account löschen, also heißt, dass das Dorf dann Barbarendorf ist und dann farmt jeder. Dann habt ihr auch nicht wirklich viel gewonnen. Natürlich ist ein Barbarendorf immer noch besser als gar keine Farm, aber sie wird halt dann von vielen Leuten benutzt.
Vor allem, also da muss man dann achten, auf einem normalen Server sind Barbarendörfer total überfarmt. Also die Dinger, die haben fast nie was drinnen. Also auf einem normalen Server ist es noch devastierender, wenn es ein Barbarendorf ist, als so, weil irgendwie ein normaler Spieler greift kein Schwein an auf einem normalen Server. Hier auch nicht so wirklich. Also da traut man sich nicht. Hat man nicht die Eier so, behält man lieber die Truppen, ist eigentlich auch besser. Aber auf dem Server ist es dann halt, also auf dem Speed-Server ist es dann halt so. Genau. So, dann noch ein weiter. Worauf solltet ihr hinbauen? Also ihr solltet das Ganze immer gleichmäßig hochbauen. Ihr solltet immer schauen, dass ihr eine ausgewogene Truppen-Ressourcenverteilung habt oder halt Bau. Hier, die Dinger, was schön ausgewogen ist. Man sollte einerseits niemals, niemals, niemals nur auf die Dinger gehen, gar keine Truppen bauen. Das ist ganz schlecht. Außer natürlich, man hat einen Masterplan irgendwie oder will voll auf Risiko spielen, weil wenn es klappt, dann ist es natürlich saugeil. Aber man will auch nicht sozusagen hier einfach aufhören und nur noch Truppen bauen, weil wenn die dir einmal geschrottet werden, dann war es das für die ganze Saison. Ja, und wenn du, weil du musst ja auch expandieren, ja. Und wenn du immer nur dieselben Farmen hast, dann bleibst du immer auf derselben Produktion. Und wenn du neue Farmen willst, dann musst du diese erstmal zerstören und das kann eventuell Truppenverluste heißen. Es ist wieder so ein Glücksspiel. Werde ich Truppen verlieren und wie viele werde ich verlieren? Aber wenn ihr dann sozusagen die Hälfte eurer Truppen verliert, dann ist das ein Schlag ins Gesicht für jemand, der nur auf Truppen geht. Genau. So, dann als nächstes wäre das Thema zu besprechen, auf was solltet ihr hinarbeiten oder beziehungsweise weiter zu besprechen. Also, am Ende solltet ihr eine Off haben. Also, ihr wollt natürlich. Gehen wir erstmal auf das Ausbauen hin, weil wir brauchen ja den Bauernhof dafür. Der Bauernhof ist wirklich wichtig für die Truppenverteilung. Jetzt gucke ich hier mal kurz. Truppen, Rechner, Stämme. Das ist ganz nett. Und ihr solltet diese Gebäude so ausbauen. Also ich sage euch jetzt die perfekte Ausbau sozusagen, die was, oder nicht perfekt, sondern was da gut ist, wie weit man es ausbauen sollte. Das Hauptgebäude immer 20. Höher auszubauen ist sinnlos, weil es gibt kaum einen Bonus. Nicht, also es gibt schon einen Bonus, aber es ist sozusagen nicht wert, weil dann braucht ihr richtig, richtig viele Bauernhofplätze. Und die Bauernhofplätze könnten ein bisschen mehr Armee sein. Dieses bisschen mehr Armee kann den Unterschied machen zwischen das Adelsgeschlecht, das erste stirbt oder rennt weiter. Oder ja, genau, zum Beispiel. Und wenn ihr dann eben eine fette Armee habt, so mit diesen 500 Bauernhofplätzen mehr, kann das diesen kleinen Unterschied machen. Und er kann euch dann eben sozusagen im Endeffekt wieder den Sieg gewähren. Ist ja alles so ein bisschen möglich, sagen wir mal. So, dann Kaserne. Kaserne ist, je nachdem, wie viele Truppen ihr nachbauen müsst, wenn ihr großes Gebiet habt, aber das sollte euch jetzt nicht so interessieren, ihr solltet eigentlich die Ausbildungsstätten schön hochhalten oder mittelhoch eigentlich, was am besten ist, mittelhoch und Dauerproduktion eigentlich ab einem bestimmten Niveau einfach die ganze Zeit Dauerproduktion. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. So, genau. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass ihr schön durchproduziert ab einem bestimmten Zeitraum vom Spiel. Und ja, genau. Was es dann noch zu sagen gibt, wann sollte man sozusagen welche Einheit machen? Also, wenn man dann. Ich werde jetzt hier auch gleich mal auf meine Schmiede bauen, damit ich dann Schwertkämpfe machen kann, falls mich dann jemand angreift. Weil im Moment wird dann natürlich, ja, hier sehen wir schon mal den ersten Angriff, da greift jemand damit an. Ist natürlich jetzt sehr leicht zu verteidigen, der Typ hat gar keine Ahnung, der hat seine Ressourcen nicht rausgestellt. Also auf dem Spiellevel 800 von 800 zu erbeuten, das ist schon madig und der Typ hat auch eine voll unausgeglichene Wirtschaft. Hier schon 600 Eisen, da hätte er doch locker ein paar Schwertis machen können. Genau. So, jetzt baue ich das mal kurz aus, dass ich eine Schmiede kriege. Schmiede kriegt man mit Hauptgebäude 5. Okay, das ist völlig im grünen Bereich. Das kann ich machen, ohne dass meine Wirtschaft großen Schaden nimmt. Das ist eine Verzögerung von 10 Sekunden, also jetzt im SDS. Das SDS hier hat eine 52-fache Geschwindigkeit, das könnte man umrechnen. So, dann die Schmiede, oder war ich jetzt mit der Kaserne fertig? Die Kaserne sollte man so ausbauen, dass man sozusagen immer schnell genug die Einheiten rauskriegt. Muss man dann halt wieder selber wissen, in einem umkämpften Gebiet sozusagen, sollte man die Kaserne ein bisschen weiter ausbauen. Oder halt immer, je nachdem, wenn ihr Defer seid, müsst ihr die Kaserne hochbauen wie nochmal was, weil Defer haben die beste, haben ja alle Einheiten aus der Kaserne. Bis auf die schwere Kavallerie, die ist aber nicht ganz so stark wie die Schwerkämpfer, von daher, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
Genau, und dann als nächstes ist der Marktplatz. Der Marktplatz muss man beachten. Er ist ein extrem bauernlastiger, ein extrem bauernlastiges Gebäude. Von dem her, wow, Schwertkämpfer kostet viel. Von dem her solltet ihr den wirklich nur, wenn ihr es unbedingt braucht, über 10 ausbauen. Wirklich nur, wenn es unbedingt nötig ist. Also wenn ihr Ressourcen verschickt ohne Ende, weil, keine Ahnung, es keine Einzahl alles Geschlechter gibt, also keine Münzpräger. Oder, ja doch, nur wenn es keine Münzpräger gibt, weil sonst prägt ihr einfach die ganze Zeit Münzen und könnt kleine Portionen verschicken, weil das könnt ihr Münzen verbraten. Und mit 10.000 hin und her schicken, sollte man schon irgendwie auskommen, wenn man dann halt fünfmal schickt. Aber das ist doch durchaus ausschlaggebend. Da gehe ich jetzt nochmal hier auf ein genau. Kann ich nochmal genau zeigen. Und zwar Schmiede, nee, das war Marktplatz. So, und zwar hier. Oh, das ist unglaublich. 2000. Zwei, ja, also, wenn ihr es wirklich braucht, wenn ihr es wirklich braucht, dann macht ihn auf 20. Aber nie höher als 20. Nicht. Bloß nicht. Zweite, wer braucht denn zwei? Also, unglaublich ist das. Da fehlen mir die Worte. Ich meine, das ist hier 400.000 Rohstoffe. Wer muss denn so viel verschicken? Da muss man ja echt total inaktiv sein. Oh, ich bin Zwölfter gewesen. Ich war wohl kurz Erster. Ja, das ist immer ganz witzig, wenn man erst voll mit den Ressourcen boomt und dann die ganze andere Scheiße nachbaut. Dann haben die anderen Leute, die erst die andere Scheiße gebaut haben, sozusagen müssen dann erstmal boomen, aber die haben dann sozusagen in der Wirtschaft ein starkes Defizit und fallen dann nach hinten. Das ist dann immer cool zu sehen. Hier, der hier, das ist recht interessant, kann ich euch mal zeigen. Rang 1 hier, der war Rang 1 um 21, jetzt ist eine halbe Stunde später. Er hat 170 Punkte, ich habe 220. Genauso ist es. Also wenn man früh auf Rang 1 ist, dann schmeißt auch einen relativ schnell wieder runter meistens. Weil das Perfekte ist sozusagen, wenn man am Anfang kurz sozusagen erst ist man ganz durchschnittlich, dann fällt man total ab und dann rast man wieder oder dann steigt man wieder langsam auf. So, dann steigt man langsam wieder auf. Und dann, wenn man eben sozusagen die Kaserne, die Schmiede nachbaut, dann bam, ist man gleich ganz oben. Das ist dann immer super. Und ja, so. Dann weiter geht's. Die drei guten Freunde hier, die sollten eigentlich immer voll ausgebaut sein. Also, wann sollte man sie wie weit ausbauen? Empfehlenswert ist bis Adelhof, also Adelshof, je nachdem, wie viele Einheiten ihr habt und wie viel Farming ihr betreibt, zwischen 20 und 25. Dann, ihr könnt es auch höher machen, wenn ihr boomen wollt, wenn ihr mit sozusagen was auch, da gibt es dann zwei verschiedene Taktiken. Entweder ihr geht mit 3000, 4000 Punkten auf ein schnellen Adelshof. Ich dachte mir schon, das klingt komisch. Und versucht dann sozusagen größere zu adeln oder halt Leute schnell zu adeln, die noch gar nicht richtig vorbereitet sind, euch eben so die Dörfer, die wohl im Aufbau sind, abzugrapschen. Oder ihr geht darauf, dass ihr wirklich erst die drei Kollegen hier und eure Armee, eure Farming-Armee richtig groß ausbaut. Ja. Und dann sozusagen einfach ja, vier Adelsgeschlechter macht. Und dann könnt ihr nämlich nicht, das ist dann der Vorteil, da müsst ihr nicht 1 zurück, 2 zurück, 3 zurück, 4 zurück, 5 zurück, manchmal auch 6 zurück. Kommt drauf an, wie weit entfernt ist. Wenn er noch weiter entfernt ist, könnt ihr das ganz vergessen mit einem. Jetzt muss ich kurz schauen, ist der denn weit genug ausgebaut? Jetzt soll ich langsam auch mal aufpassen. So, 3, 4. Dass das alles auch schön geschmeidig bleibt, weil das Ding braucht ein bisschen lang auszubauen. Den Wall solltet ihr nicht erst ausgebauen, wenn ihr angegriffen werdet. Immer so ein bisschen nebenbei, ne? So, dann die Schwertkämpfer brauchen noch ein bisschen. Genau. Habe ich jetzt auch jetzt ziemlich viel Eisen. Ist aber auch normal. Wenn man die so hoch ausbaut, dann ist Eisen sehr stark vertreten, weil eben leichte Kavallerie die Farming-Einheit Eisen kostet. Oh, bin ich schon wieder auf Level 11. Witzig. So. Und und Rang 10. Der Typ schlägt sich gar nicht so schlecht. Der hat irgendwie vorhin, das war so witzig, hier auch wieder, ich weiß auch nicht, was der sich dabei gedacht hat, ob das keiner merkt oder so. Hier. Meine Minen sind schon auf 14, 13, 12 und es war vor einer knappen halben Stunde. Meine sind jetzt gerade mal so hoch und ich habe ungefähr doppelt so viele Punkte, wie er damals hatte. Fucking Genius Troll, Bitch. Fucking Genius. Okay, so viel dazu. Weiter geht's.
Der Bauernhof, Stufe 30, obviously, weiter Speicher, fuck it. Ihr solltet den Speicher eigentlich nie zu weit ausbauen. Wenn man den Speicher ausbaut, heißt es, man ist inaktiv und das ist eigentlich nie gut. Weiter geht's mit dem Versteck. Das Versteck ist wichtig, falls ihr angegriffen werdet. Vor allem, wenn ihr auf Offensiv geht und dann eben nicht genug Ressourcen habt, um euch sozusagen, aber nicht genug Defensiveinheiten, um Angriffe abzuwehren, dann solltet ihr das Versteck wenigstens ausbauen. So ist sozusagen die Theorie. Aber das kannst du jedem selber überlassen. Das sind 8 Dauerbauernhofplätze oder so. Macht das überhaupt? Also, es ist nicht die Welt. Der Wall ist eigentlich. Kommt darauf an, ob ihr offensiv oder defensiv seid. Bei defensiv ist Wall 20 Pflicht. Also, wie gesagt, einfach immer so schön ausbauen, dass er immer schön mitzieht. Ich meine, ich lasse das Ganze jetzt hier ein bisschen schleifen, weil ich eben recht confident bin, sagen wir mal, und weil ich hier auf offen gehe. Und für die Offer ist es wichtig, nur das Versteck. Dann sozusagen, wenn ein Angriff reinkommt, sofort die Off raushauen. Das macht ihr am besten so. Karte, Barbarendorf, Angriff und dann alle Truppen angreifen. Okay, und das muss dann halt wirklich innerhalb von, also ich meine, kommt drauf an, ob ihr SDS oder normal spielt, muss dann halt recht schnell gehen. So, kurz den Holzfäller ausbauen. Genau, so, jetzt da heißt nächstes. Hier nicht vergessen. Das war nicht das, was ich wollte. Hier diese ganzen süßen Sachen anzeigen. Gehen wir nochmal auf Karte. Dann machen wir das Ganze mal auf 90, 90 und 30, 30. Oh, das ist ein bisschen groß. Ha. 15, 15, das reicht schon, habe ich einen guten Überblick über die Situation. So. Also mein Stamm war irgendwie mal ganz oben, jetzt der vierte. Ja, ganz gemächlich. So, weiter geht's dann. Ja, bla bla bla. Genau, und dann Stall, wie gesagt, wie Kaserne, je nachdem, wie ihr viel produziert. Werkstatt, kommt drauf an, ob ihr jetzt Rammen braucht, wirklich, aber eigentlich braucht man einmal Rammen und dann baut man sie wieder auf. Und die sind eigentlich jetzt nicht so, dass sie unbedingt schneller ausgebildet werden müssten. Höchstens, wenn ihr vielleicht Katapult macht, aber das ist eine Randerscheinung und das braucht ihr meistens nicht, in den meisten Fällen nicht. Von daher Werkstatt eigentlich auf 2, wenn ihr Katapulte, auf 1, wenn ihr Rammen, das reicht vollkommen. Oh, Rang 8, ich mag einstellige Zahlen. So. Weiter geht's. Okay, jetzt da sollten wir, wenn wir dieses Bild haben, circa 20.000 Truppen haben. So, die Stemmetu ist Truppenrechner. Ah, nicht Laufzeitrechner. Armeerechner. Wie heißt denn das Ding? Vielleicht hier. Ah, das ist doch sweet. Moment, das gebe ich mir gleich, aber jetzt muss ich hier noch kurz meine Schmiede ausbauen. Genau. Was ist denn hier los? Okay, kann man sich jetzt auch ausrechnen, ob sich das gelohnt hat? 3 hat er verloren, 2 hat er verloren, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, das war schwachsinnig. Deswegen hat er auch vorhin so viele Punkte gehabt, weil er eben auf Einheiten geht. Download removed. Aha. Ja, schwul. Ich finde das jetzt gerade nicht. Muss ich kurz suchen. Ach, Kampfrecht. Warte, ich Idiot. Oder? Wow, Vierter. Haha. Bauern, oder? Das Bauernhofrechner ist es doch. Stämme. Hier, ich Idiot. Okay, jetzt da können wir das mal zeigen hier. Genau. So, jetzt haben wir die schon etwas höher. Jetzt könnte ich langsam mal anfangen, hier zu farmen. So ist es. Also, es macht mir immer so ein unwohles Gefühl, wenn ich so auf Risiko gehe. Vor allem, da ich jetzt gerade irgendwie so mich so sicher fühle. Das ist schade. Sehr schade. Ich werde die noch ein bisschen ausbauen. Dann muss ich aber wirklich mal langsam loslegen. Aha, genau. Hier, das ist perfekt. Und hier geben wir das jetzt mal ein. Kaserne 25, Stall 20, Werkstatt 1. Wir gehen jetzt mal davon aus, so von der perfekten Welt. Ho, ho. Die muss sowieso so sein. 1, klar. Statue, machen wir mal 1. Was ist hier los? So.
Ich werde das natürlich schon noch hinkriegen bis zum Ende vom Video, dass ich das euch zeige, aber ich meine, ich lasse mir da Zeit. Was für 25, was? Ach, Marktplatz. Marktplatz ganz sicher 125. So, alles schön hoch. Natürlich 30. Speicher. Warum ist so auch denn im Bauernhilferechner drin? Egal. Oh, dann gehen wir von einem Offer aus, der Versteckstufe 10 hat. Gut. So. Den sollte ich jetzt langsam erforschen, aber erstmal baue ich noch die Lebengrube 1 aus. Dann darf ich den jetzt noch langsam mal erforschen, weil sonst ist mir das schon so ein unwohles Gefühl, so ein leichtes, wenn man immer so, wenn man so verletzlich ist. Muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. So. Wall. Stufe 20. Okay. So, und jetzt da, schauen wir mal, 6000. Und erstmal duplizieren wir das jetzt hier, damit wir eben sehen, wegen der Verteidigung. 6000, 2200 und 4. Das sollte eigentlich eine recht gute Off sein. Mal sehen, wie das im Bauernhof rauskommt. So. Genau hier. Müssen wir jetzt langsam mal. Ach, genau. Diesen kleinen Freund hier erforschen, genau. Oh, das ist Dreier-Technologie. Na gut, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Da habe ich gemischte Gefühle drüber. So, kurz warten. Yep, letzter. Okay, Differenz, maximale Bevölkerung gesamt. Aha, okay, das heißt, das ist noch locker was dabei. Axtkämpfer gehen wir auf 10.000. 2.500. Ich glaube, das sollte man jetzt langsam in die Nähe kommen. Und da das ist natürlich dann schon eine sehr, sehr dicke Off. Oh ja, da kann man dann, wenn man dann eventuell. Aber so, das sollte immer anstreben. 1000 Axtkämpfer, 10.000 Axtkämpfer, 2500 Elkaf. Das ist auf jeden Fall eine Dampfmaschine von der Off. Also, das ist sehr gut. Das lohnt sich gegen jede Verteidigung eigentlich. Dann gibt es aber noch die Spezialregel. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt gucken wir hier mal nämlich, was ich hier an Def. Also, wir machen jetzt mal 10.000, 10.000. Das ist eigentlich eine perfekte Def. Recht. So, geht das raus. Gucken, hier schauen, dass wir auf Refresh bleiben. So, dann den hier ausbilden. Erik, ja, ich glaube wieder Scheiße. So. Gut, da haben wir den gleich mal erforscht, den Schwerti. Wall schön oben halten. Genau, dann. Was ist das eigentlich? Verpiss dich. Ha. Okay, dann können wir jetzt da also noch 1500 hinzufügen, wenn ich das recht sehe. Ja, 1500, dann heißt es 10.750, okay. Dann gehen wir mal hier auf den Simulator. Truppen. Simulator, genau. Und jetzt haben wir Angreifer. 1, 2, 3, 3. Leichte Kavallerie. Aha. Bamberg 200 und 1. So, kurz gucken, dass hier auch alles im Lot bleibt. So. Dann machen wir mal 10. Genau, machen wir mal 10 Schwertkämpfer. Dann Holzfäller ausbauen und nochmal 10 Speerträger. Und ja. Genau, dabei wollen wir jetzt den Bauernhofrechner, den Simulator betätigen. So, dann haben wir hier als Verteidigereinheiten 10.000, 10.000, 10.700. 700, Wald 20, dort, das lassen wir alles so. Und jetzt sehen wir hier, so eine komplette Geschichte wird abgeblockt. Ist aber auch gut so. Sonst wäre es echt einfach, ein Offer zu sein. So, und jetzt können wir sozusagen den Tab wieder duplizieren. Jetzt können wir schauen, wenn wir jetzt nochmal so eine reinschicken. Aber da sehen wir schon, das stirbt genau gleich viel. Das heißt, das ist auch sehr ausgeglichen. 1 zu 4 ist ja auch der E. Das. Ah, warte, das waren jetzt doch die Verluste. Ja, überlebende Truppen brauchen wir jetzt. So, kurz die Geschichte hier. Speicher 5. So. Nicht, dass seine Ressource noch überhand läuft. Ressourcen jetzt nicht gehen, will man vermeiden, ne? So.
Jetzt da brauchen wir. Wo ist denn das jetzt? Überlebende Truppen des Verteidigers einfügen. Ja, genau, berechnen. So, und jetzt haben wir hier. Das heißt, erste Off geht komplett drauf. Zweite Off verreckt ein Drittel. Aber dafür ist der Verteidiger nieder. Und jetzt können wir mal gucken, wie wir das aufteilen können. Weil wir brauchen jetzt sozusagen, wir müssen wissen, wie viele Devs brauche ich zum Beispiel. Also es ist ganz nützlich zu wissen, um jedes Dorf, das ich habe, zu verteidigen. Was brauche ich dafür ein Dev-Off-Dorf-Verhältnis? So, jetzt gehen wir mal. Nee, 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 das war falsch. Ach, damit. Ach cool, das hat's gespeichert. So, 20 berechnen. Genau. Moment. Gucken wir kurz. Nicht, dass ich da irgendwas vergesse, ne? Muss ja dann doch dranbleiben. Ich werde dann wahrscheinlich noch eine Episode machen zu Spezialtaktiken und sowas, also auf Servern. Das wird dann vielleicht die letzte aus. Ihr habt noch irgendwas, was ihr wissen wollt, könnt ihr natürlich immer reinschreiben. Mache ich dazu eventuell noch eine Episode, wenn ihr es früh genug macht. Oh, was heißt früh genug? Ihr könnt ja nichts dafür, weil ihr das Video anschaut. Aber ich meine nur, irgendwann spiele ich ja vielleicht keine Stämme mehr. Aber jetzt im Moment auf jeden Fall sollte das in Ordnung sein. So, jetzt können wir dann gleich unsere 10 Speerträger machen. Das ist super. Und mit den 10 Schwertkämpfern kann ich jetzt schon mal angreifen. Was will der da? Ja, ich bin sicher, dass die nur mit defensiven Einheiten angehen. Scheiß Barbarendorf, scheiß dich nicht ein! So. Jetzt da gucken wir mal mit 8000, 8000 dann berechnen. 8000, 8000 sieht schon sehr gut aus. 7500, das dürfte knapp werden. Ja, also 8000, 8000. Okay, wenn man jetzt das sozusagen die Hälfte nimmt, 1700, das wäre dann die Hälfte 5450 plus 50%. Ja, das da brauche ich jetzt einen Rechner. Ha, ich mieses Stück. Hier jetzt alles, ja. Ah, erstmal hier, so. 10. Und ihr seht hier, obwohl ich jetzt nur mit Schwertkämpfern angegriffen habe, ist da jetzt nicht viel rumgekommen bei. Allerdings. Hey, was ist denn das? Das sieht ja interessant aus. Bauernhof ausbauen. Wichtig, wichtig. Genau. Sehr gut. Uiuiui, was ist das für einer? Vier. Nerv. Gut, jetzt hier weitermachen, sorry. Mal 1,5 ist 8175. 8175. Okay, also man braucht sozusagen zwei Dev-Dörfer pro Off-Dorf und dann kann man eine komplette Off abwehren in einem Dorf. Und das ist gut, weil dann könnt ihr sozusagen jedes Dorf mit einer Dev voll machen, die Offs rausschicken und ihr seid euch 100% sicher, dass keines dieser Dörfer weggehen wird, außer natürlich, es kommen mehrere Angriffe auf eins. Aber das sieht man ja, das sieht man ja, wenn da auf ein Dorf dann sechs Angriffe statt vier kommen. Es ist ja dann leicht zu erkennen, sagen wir mal. So, dann wäre eigentlich nur noch das eine zu besprechen, wenn wir jetzt eine Bogenschützen-Web-Map haben. Weiß ich jetzt zwar gar nicht, wie man das machen soll, aber eigentlich gibt es eine recht leichte Regel. Berittene Bogenschützen sind eine saugute Verteidigungseinheit. Aber auf Dev werde ich eh erstmal dann in einem anderen Video eingehen. Stimmt, Dev mache ich in einem anderen Video. So ist es nämlich, wie ihr Dev spielen müsst. Aber wie ihr das in der Off machen müsst, ist so 200 bis 400 berittene Bogenschützen. Das ist dann ganz nach dem, wie viele Bogenschützen der Gegner hat. Wichtig, weil Bogenschützen sind gegen alles gut, aber gegen berittene Bogenschützen verlieren sie. Da sind sie total für den Arsch. Ist unglaublich. Genau, und deswegen immer da ein paar mitnehmen. Jetzt muss ich anfangen zu farmen. Nicht vergessen. So. Immer ein paar mitnehmen, weil die Dinger sind sehr wichtig. Das sieht nicht sexy aus. Gut, dass es nicht wirklich so ist. Genau, und dann könnt ihr eigentlich nicht groß was falsch machen.
Falls der Gegner mehr Bogenschützen hat, müsst ihr halt mehr berittene Bogenschützen nachtun. Auf Bogenschützen-Maps empfiehlt sich es auch, mehr Speer zu machen, um die Gegner davor auszuspähen, ob er Bogenschützen hat oder nicht. So, aber es springt immer noch nichts wirklich rum. Deswegen werde ich da auch gleich mal auf was anderes gehen. Aber gut, das war es jetzt soweit zu diesem Video, Off-Video besprochen. Wir sehen uns, Leute. Bis dann.